Warte mal, einfach da drauf. Zack. Oh, nice. Warte mal, muss ich jetzt... Krass, das ist cool. Das meinte ich mit so Sounds einbauen. Das gefällt mir richtig gut. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Try. Gestern war ich auf meinem Dachboden unterwegs, denn ich habe meinen Super Nintendo gesucht, habe ihn auch tatsächlich gefunden. Und welches Spiel lag im Karton ganz oben? Super Mario World. Und das wollte ich dann auch gleich zum Anlass nehmen, hier mal eine kleine Super Mario Brothers Map zu testen. Und ja, die heißt eben auch so. Hier vorne sehen wir schon den kleinen Toad. Na, wie geht's hier? Du siehst so ein bisschen aus, als wärst du eine kleine Krankenschwester, oder? Also da oben, das sieht eher aus wie ein Kreuz. Mensch, Kollege, bist du aus der Schweiz? Bist du aus der Schweiz? Okay. So, was können wir denn hier machen? Glowstone-Staub, das habe ich hier schon gesehen, dass wir das hier uns auch snacken sollen. Und ich muss sagen, dazu gibt es auch ein Texture-Pack, was man hier auch schon unschwer erkennen kann. Warte mal, aber wir selber sehen nicht aus. Nee, wieso auch? Da hätten wir den Skin. Verdammt, das hätte ich machen können, den Skin noch zu ändern. Ah, nur gut. Man kann einfach nicht alles haben. Aber wir legen jetzt einfach mal los. Und ich glaube, von ihm kann man doch hier auch. Warte mal. Wir kaufen uns mal hier so eine Schallplatte. Aber man sollte die Musik doch ausstellen. Oh! Dum, 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 dum. Ich weiß nicht, wie das mit Copyright aussieht, deshalb geht Paluten jetzt mal schnell weiter. Oh, das spielt hier die ganze Zeit. Was ist denn hier los? Aber das ist nice. Ist es verboten? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich das hier gerade sehr, sehr ansehnlich. Zumindest was das Texture Pack hier so ausgibt. Warte mal, hier die Sache. Genau, warte mal. Mushrooms sollte ich doch auch benutzen. Das war doch auch irgendwie so der Kicker. Warte mal, ich snack das hier nochmal. Kann ich die essen? Das probier ich. Nee, schade. Hätte ja sein können, dass sie da irgendwie in irgendeiner Form was aktualisiert haben. Moment, wir müssen nochmal zurück. Obwohl, sind die jetzt so unheimlich wichtig? Ich meine, wir kommen ja... Nee, von hier aus kommen wir da nicht mehr ran. Hoi. Oh, da können wir ja runterfallen. einfach mal lässig drüber gesprungen. Kein Problem. Und wir wollen das Ganze ja auch erstmal nur antesten. Bei diesen Let's Tries geht es ja auch eben so ein bisschen darum, euch zu zeigen, irgendwie, ja, wenn man mal Langeweile hat, dass der Paluten euch da... Oh. Mal einfach was zeigt, was ihr dann selber vielleicht mal anzockt. Also die Parts sind ja dann immer 10 bis 20 Minuten lang. Konnte man, nee, den Sprung konnte man noch nicht schaffen, oder? Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Aber ich finde das hier ganz geil. Das sind jetzt gerade diese Secret Level, die man ja auch schon aus den Spielen kennt. Und das Ganze ist, glaube ich, das NES Super Mario Game, oder? Also davon gehe ich einfach mal aus. Das haben wir gerade so ein bisschen hier vercheckt. Komm schon, wir müssen unsere Dragon Escape Skills rausholen. Jawohl. Oh nein, du. Verdammt, ich hätte gern das da oben. Wollen wir das nochmal? Alle guten Dinge sind drei, wie immer bei Dragon Escape, wenn ich bei Skylands oder Through Hell mal wieder richtig schön runterpurzel im Stream. Komm. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Nun gut, ist jetzt auch nicht weiter tragisch. Das hier ist alles easy peasy, da kommen wir auch drüber. Da vorne wären jetzt hier vier solcher Glowstone-Dinge gewesen. Und hier kann man auch ganz gut runterfallen. Aber den Sprung, naja, das sind einfache Sprünge. Die kriegen wir hin. So, ab nach oben hier durch den bekannten Tunnel. Wäre cool gewesen, hätten sie da noch irgendwie so Sounds eingebaut. So eine Druckplatte, wo dann eben auch nochmal so ein Notblock aktiviert wird. Ah, Mensch. Das wäre schön gewesen. So, zack. Ach, da unten ist Wasser. Okay. 1, 2, 3. Hudalu! Zack, elegant. Erinnert mich manchmal so ein bisschen an Takeshis Castle. Kennt ihr das noch? Ey, davon gibt es doch bestimmt auch eine Map. Da muss ich unbedingt auch mal nachgoogeln. Takeshis Castle, ey. Damals auf DSF. Damals gab es noch keinen Sport 1 hier. Da war es alles noch... was stand? Deutsche Sportfernsehen? Hieß DSF so? Also ich wollte gerade sagen, die Übersetzung von DSF. Wenn man das eben ausgeschrieben hat. So, jetzt geht es hier nochmal schön ins Wasser. Das kriegen wir doch alles tutti frutti hin. So, Komm schon, lass mich weiter. Hier, so lange war auch kein Toad mehr da, der uns irgendwas verkauft hat für unseren Glowstone-Kram. Ich meine, wir haben ja 24 Glowstone. Zack. Und hier geht's dann relativ easy wieder nach oben. Ist momentan, abgesehen von dieser Einsprungpassage, ich meine, ich weiß ja auch nicht, wie lang diese Adventure-Map ist, aber... Oh, jetzt, das sieht schon ein bisschen anspruchsvoller aus. Okay. Hier hoch, zack. Zack, zack, zack. Oh, elegant. Ah, hier ist doch Glowstone. Und auch ganz, ganz viele Pilze. Ich muss auch mal überlegen, was für eine Musik ich da drunter lege. Unter diesem, weil ich den offiziellen Soundtrack möchte ich jetzt nicht unbedingt benutzen, weißt du, Copyright, dies, das. Obwohl, man kann die Nintendo-Spiele doch auch let's playen. Okay, warte mal, einfach
Da drauf. Zack. Oh. Nice. Warte mal, muss ich jetzt... Krass, das ist cool. Das meinte ich mit so Sounds einbauen. Das gefällt mir richtig gut. Ich muss auch sagen, generell, dadurch, dass sie eben dieses Texture-Pack so angepasst haben, wirkt das Ganze wirklich, ja, wie okay, nicht original wie Mario. Um Gottes Willen, das wird man wahrscheinlich auch nicht ganz hinbekommen. Aber es schafft zumindest eine Art Atmosphäre, die ich teilweise vielleicht sogar bei Assassin's Creed letzte Woche vermisst habe. Und falls sich jemand das noch nicht reingezogen hat, da hatten wir so eine kleine Assassin's Creed Map gezockt. In der ersten Let's Try Folge war das eine Skyblock Map, die ich vor einem Jahr schon mal gezockt habe. Das war einfach so ein bisschen, da wollte ich nochmal den nostalgischen Faktor reinbringen. So, jetzt hier aber, oh, hoi! Das, um das nochmal hier so ein paar Erinnerungen zu wecken, wisst ihr noch, Assassin's Creed, Paluten, wo er eigentlich ins Wasser reinspringen wollte, hat nicht ganz so funktioniert, aber egal. Das sind all der Kamellen, wir legen jetzt hier einfach mal weiter los. Oh, hier ist schon wieder so ein Ding. Ah, ich freue mich schon auf den Sound. Hopp! Wunderbar, so, jetzt geht's hier, huh, einfach wieder runter. Na, komm. Oh, Stage Win Rewarded. Ach, das war's jetzt mit der... Wir hätten uns vielleicht auch mal hier die Dinger durchlesen können. Oh, Checkpoint. Okay. Ist natürlich wieder die Frage, wie viele Stages gibt es. Aber ich denke nicht, dass wir hier gleich schon durch sind. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern. Und ich glaube es sogar so, dass man am Ende Bowser hat. Ich weiß es nicht, obwohl hier sind ja Mobs nicht eingestellt. Element 1, Stage 3. Okay. Wir sind unter Wasser. Okay, die Sachen dürfen wir ja nicht kaputt machen. Hier ist nichts drin, hier auch nicht. Ein bisschen, oh, jetzt müssen wir uns, aber ein bisschen, oh Gott. Komm schon. Alter, hä? Wir kriegen da gar keinen Schaden. Ach, weil wir im Adventure-Mode sind. Ach, dann kann man auch hier runter. Krass. Okay, weil wir haben ja eben noch keinen Schaden bekommen. Oh, was ist das hier? Ach, was. Hier tropft auch Lava von der Decke. Moment mal, erstmal hier. Da konnten wir doch auch eben gerade hier links. Tintenbeutel. Aber wir sind doch auf... Ja, wir haben das auf friedlich eingestellt. Was macht denn da ein Tintenbeutel? Oh, warte mal, die holen wir uns ausnahmsweise mal. Zack, Dankeschön. Ah ja, hier so ein Secret Level. Da gab es ja auch in Mario solch krasse auch Abkürzungen. Also Speedrunner, die nutzen, naja, alles Mögliche aus. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Hier unten einfach. Ist es jetzt negativ oder positiv zu sehen, dass wir hier gerade runtergedotzt sind? Na, ist ja, war Jacke wie Hose. Hier kriegen... Oh, was wollen wir da mit Pfeilen? Goldener Apfel? Okay. Warte mal, habe ich da gerade irgendwas angepflanzt? Ja. Das war jetzt nicht unbedingt das, was ich machen wollte. Okay. Press for speech. Ah, okay. Oh, what is this block? I've seen it before. Once read that A block from every element will save your beloved. Okay. Wir gehen trotzdem einfach mal weiter. Das war jetzt, glaube ich, hellblaue Wolle. Oh, jetzt können wir wieder einkaufen. Underwater. Okay, wie gesagt, ich weiß nicht ganz so sehr, wie das mit dem Copyright aussieht. Ich möchte jetzt hier nicht die ganze Zeit die Musik von Super Mario einblenden. Ich bin mir da, wie gesagt, nicht ganz sicher, weil Nintendo ist da ja sowieso ein bisschen komischer. Denn ich hatte da auch mal gelesen, dass letztens auch wieder jemandem die Videos gesperrt wurden. Und das ist wohl irgendwie auch von Let's Player zu Let's Player unterschiedlich. Aber na gut, denn Domtendo oder Galkin, der macht da ja auch irgendwie ganz viele Mario-Sachen. Oh, warte mal. Ihr verschwindet auch ganz schnell wieder. Schnell. Das ist cool. Warte mal, ich warte jetzt nochmal kurz. Okay, und los. Nein, ich bin da hängen geblieben. Hui. Das war knapp. So, danke, gib mir nochmal den ganzen Kram hier. Aber insgesamt muss ich sagen, ist das eine nette Map. Also, die gefällt mir. Die ist auch abwechslungsreich hier auch mit den Blöcken. Obwohl ich mich an die Farbe von Blöcken gar nicht mehr wirklich erinnern kann. Press for speech. Okay, I forgot. What's the name of my brother? Ach so, jetzt müssen wir hier... Luigi. Dann auf die 2. Auch wieder auf die 1. Dann auf die 3. Ich wüsste gerne, was passiert, wenn man da falsch geht. Aber ich möchte das auch nicht unbedingt ausprobieren. Da passiert... Aber stirbt man dann? Ah nee, dann geht die Türe wahrscheinlich nicht auf. Luigi, ja genau. Und dann müssen wir hier, da kommt am Ende ja nichts mehr. Wiu! Und als Reward bekommen wir da nettere, weitere nette Sachen. Zack, zack, zack. Und weiter geht's. Was haben wir hier? Okay, jetzt muss man ein bisschen balancieren. Aber das ist jetzt ja auch nicht so das Schwere. Zack. Oh, hier wird's aber...
Hä? Schafft. Doch, das schafft man doch, oder? Nein! Ah! Jetzt haben wir nicht gesprintet. Wie komme ich jetzt hier wieder zurück? Entschuldigung. Ach so, hier. Bonuslevel? Krass. Okay, das war jetzt eh nicht unbedingt so gewollt. Und ich möchte die Zeit jetzt auch nicht damit verschwenden, die alle abzubauen. Teleport to next element. Cool. Ja, bam. Moment mal. It must be Bowser's Castle. Ach, jetzt sind wir schon hier. Krass. Alter, wir sind richtig durchgerusht hier. Ich dachte... Oh, wieso packe ich denn die Sachen da gerade jetzt wieder? Das sind ja alles meine Sachen. Gibt es bei dir jetzt noch irgendwas? Also wie gesagt, wenn ihr das selber spielt, könnt ihr euch ja gerne für diese ganzen Coins diese Castle-Musik von Super Mario holen. Aber ich möchte da eben nicht unbedingt ein Risiko eingehen. Warte mal, was ist hier? Aber... Hä? What? Wie? Hä? Aus welchen Dingen kommen die? Wie soll ich das denn schaffen? Ich probiere es einfach mal. Oh, nein! Oh Gott, lauf. Nein! Krass, da kommt auch so ein Sound. Okay, das ist ja alles ganz Tutti Frutti. Kann ich das denn irgendwie wieder deaktivieren? Nein! Oh, Mist! Ja, danke. Das möchte ich, das ist jetzt nochmal das Ziel für die heutige Folge. Das irgendwie hinzubekommen. Muss man als erstes vielleicht... Oh, nein! Press to stop firing. Okay. Brenn jetzt erstmal. Und jetzt. Zack. Na, oh, und dann hören wir auf zu sprinten. Ah, das erinnert mich immer so an Dragon Escape. Wisst ihr, wenn man bei Skylands sich so einmal dreht und dann da oben längs geht und dann an so einen Baumstamm kommt? Das ist jetzt ärgerlich. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich ein bisschen verkackt gerade. Aber hier haben wir dann ja kein Problem mehr, weil das ist Stop Firing. So, zack, da war jetzt nicht sonderlich schwer. Snacken nochmal ganz gehörig ein bisschen Glowstone-Staub. Dankeschön. Und dann Checkpoint. Diese Stage machen wir noch. Und da möchte ich auch nicht zu viel dann spoilern. Denn eigentlich müsste da ja noch was kommen. Also das kann es ja noch nicht gewesen sein. Zack. Hopp. Und in Let's Try geht es ja eben auch hauptsächlich darum, einfach so ein paar Ideen zu geben. Falls einem von euch langweilig ist, jemand, der gerne Adventure-Maps spielt. Und das sind jetzt auch alles nicht die neuesten Adventure-Maps, um Gottes Willen. Aber ich habe eben dieses Super Nintendo-Spiel gefunden und dachte mir, bam, darauf hast du jetzt irgendwie Bock, weil ich hatte noch keine Idee, was ich bei Let's Try machen wollte. Und wieso nicht Mario? Wir haben ja auch in Ender Games das eine Mal das Kit gezockt, was jetzt nicht unbedingt so die Krönung der Schöpfung ist. Huh! Konzentration! Mensch. Da kann ja nicht wahr sein. Das ist manchmal echt so mein Problem. Dann, vor allen Dingen auch im Livestream, dass ich da manchmal einfach, ja, beim Quatschen jegliche Konzentration vermissen lasse und dann entweder dumm sterbe oder bei Dragon Escape dann dumm runterfall oder eben hier richtig verkacke, so. Weil das ist ja auch nicht unbedingt was Schweres. Boing, boing. Zack, zack. Boing. Hopp. Wo, warte mal, sind wir hier das letzte Mal runtergefallen? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist das, darf man sich hier keinen Fehler erlauben. So, jetzt einfach 1, 2, 3, hudelu, zack. Habe ich ein bisschen Angst, dass wir zu weit springen. Krass. So, Glowstone Staub nochmal snacken, obwohl das ist ja, wie gesagt, ein bisschen unsinnig. So, Leute, und zu sehr möchte ich jetzt auch nicht mehr ins Detail gehen. Find the key and place it below. Das ist alles wunderschön, wenn ihr das Ganze selber spielen wollt. Der Link zu dieser Super Mario Brothers Map ist unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr dann einfach alles runterladen. Ist auch ein Resource Pack dabei. Deshalb habe ich das Ganze auch ausgewählt, denn ich hatte auch ein paar Maps gefunden. Die waren eben, ja, ganz normales Standardpaket. Und das fand ich dann doch ein bisschen boring. Aber dann gut. Mir hat es persönlich sehr, sehr gut gefallen. Kann diese Map eigentlich weiterempfehlen, falls man auf so Jump'n'Run-Sachen steht. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, ihr mehr von Let's Try haben wollt, dann lasst auch eine positive Bewertung da und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen angenehmen Tag und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.